Meine lieben Sternenerforscher da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit einer neuen Runde Starfield. Und wir haben in der letzten Folge Mora kennengelernt. Aber bevor wir jetzt mit der Hauptgeschichte hier weitermachen, möchte ich gerne was ausprobieren. Denn man kann ja auch Planeten erkunden. So, und das möchte ich jetzt mal gerne machen. Ich gehe mal hier in die Sternenkarte. Wir befinden uns jetzt hier noch aktuell im Alpha Centauri System. Und hier habe ich gerade gesehen, hier ist ein Mond von Jemison. Kurs festlegen. Den gucken wir uns jetzt an. Und dann reisen wir dahin. Einfach mal ausprobieren. So. Guck mal, gab 20 Erfahrungspunkte. Ich weiß zwar nicht wofür, aber auch gut. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da raufkomme. Landeziel festlegen. Jo. Landen. Machen wir mal, oder? So, Ladesequenz. Einfach mal so ein bisschen erkunden. Oh yeah. Cool. So, dann verlassen. Wieder nur Fels. Zumindest können wir hier nach Materialien suchen. Ja, das machen wir auch. Da kennen wir nichts. Oh, irgendwas ist hier los. Okay, anscheinend sind wir nicht alleine. Das ist ja interessant. Okay, warte mal. Ich werde mal mein Felsgerät hier. Oh, hier, Gesundheitsstatus müssen wir auch mal eben gucken. Oh, extreme solare Strahlung. Okay. Erleide ich jetzt Schaden? Ich weiß es nicht. Hier, wir nehmen unseren Cutter mal. Alright. So. Analyse. 91%. Da hinten ist irgendwas. Scannen. Okay, aktuell können wir noch nicht scannen. Aber da hinten können wir mal eben gucken. Da ist ein Fähnchen. Außenpostensignal, okay. Ich will hier aber keinen Außenposten. Interessant. Also vom Feeling her ist das schon extrem geil gemacht. Aber was ist das da hinten? Das habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Und hier ist auch eben irgendwas gelandet. Okay, aber wir gehen trotzdem erstmal gucken. Aluminium. Wo? Bin ich blind? Hier oder was? Nee. Hä?
Da, glaube ich, oder? Aber scannen konnte ich's. Immerhin. Abbauen geht wohl nicht. Gut, wir gehen mal hier gucken. Guck mal, da laufen welche rum. Schiffslandepunkt. Okay. Okay, hier sind auf jeden Fall Piraten und die haben uns schon gesehen. Das ist nicht gut. Da müssen wir mal eben die Waffen wechseln. Gar kein Problem. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Lass uns mal eben gucken. Cutter auf jeden Fall nicht. Hier, Eon. Für die Level 2 reicht das. Sehr schön. Credits, Money. Und ein Plan. Nee, ist kein Plan, ist nur ein Helm. Nehme ich mal mit. Auch nach Waffen oder Munition. Okay. Gefunden. Bodencrew-Anzug, okay. Credits, Munition. So, Sarah hat ja eben auch noch jemanden abgeknallt, glaube ich. Oder? Was ist das? Ah, Pirat. Boah, den treffe ich gar nicht von hier. Das wird böse für dich. Sarah ist gut drauf. Minipack. Ey, jetzt hauen die ab. Bleibt stehen, ihr Schweine. Na toll. Jetzt hatte ich mich schon gefreut. Gut, wir holen wieder unseren Cutter raus. Ich müsste mal gucken, ob ich den eventuell als Favorit... Ah, guck mal. So geht das. Schnell Platz wählen. Machen wir dahin. Guck mal. Das ist gut. So, hier haben wir noch die Piraten. Wir haben den Planet zu 95% analysiert. Das hier? Irgendwelche Gase? Da halten wir uns lieber fern von, oder? Wir gehen mal da hinten. Wir gehen mal lieber da hinten gucken. Da. Aluminium. Ah. Das konnte ich abbauen. Cool. Anscheinend kann ich nur diese kleinen Formationen abbauen. Oder? Nee. Ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. Hier ist noch was.
mit. Jetzt fängt sie auch schon wieder an zu meckern, ne? Kann ich bestimmt gebrauchen, Aluminium. Guck mal, da hinten ist auch noch was. Da auch. Okay, ich würde sagen, wir arbeiten uns von rechts nach links durch. Wir fangen hier vorne an. Gucken, was da so los ist und dann gehen wir weiter. Oh, hier ist auch noch was. Dankeschön. Ja, guck mal, da liegt was. Was haben wir denn hier? Metabolikum. Organische Ressourcen. Das wollte doch die eine Tante haben, ne? Wolfram und Eisen. Oho. Sehr schön. Kann ich hier hochklettern eigentlich? Ah ja. Hochspringen geht. Batz. Okay, haben wir das gemacht? Da hinten ist was. Helium. Zack. Sehr schön. Kriege ich nicht abgebaut. Aber wir haben analysiert. Das ist gut. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Das ist auch Helium. Aluminium. Kriege ich nicht. Schade. So, was haben wir denn hier? Das sieht mir aus wie eine Basis da oben. Baustelle. Okay, keine Basis. Interessant. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben, wa? Wenn es geht. Naja, ich glaube, wir müssen hier vorne lang. Ah. Oh, ein Kolo. Oha. Hallo, guten Tag. Ich fotografiere keine Menschen, sorry. Wollen wir quatschen? Okay, sie will nicht quatschen. Okay. Das ist geil gemacht. Was ist das? Muss ich hier klingeln oder wie? Ich glaube. Scannen? Nee. Okay, so eine Art Generator. Das ist ja abgefahren, ey.
Gut, haben wir das auch gesehen. Guck mal, hier wird uns was angezeigt. Ist ja lustig. Aber kann man da nicht rein? Ich würde da gerne rein. Ich gehe nochmal gucken. Das muss ich mal eben nochmal abchecken. Bin mir nicht sicher. Es sieht halt... Es sieht halt so ein bisschen wie eine Basis aus. Aber ich kann da auch nichts machen. Okay, gut. Ich hab's probiert. Geh mal weiter. Da hinten scheint noch was zu sein. Das werden wir jetzt übrigens öfter machen. Ich mag ja Kunden sehr, sehr gerne. Ihr wisst das ja, ne? Die jetzt hier regelmäßig bei uns zuschauen. Die kennen das ja schon. So erkunden muss auch mal sein. So, da hinten ist noch was in 800 Metern. Das schauen wir uns auch nochmal an. Und dann hauen wir ab. Okay. Oberflächenkarte. Mal gucken. Aha. Da, Baustelle erkundet. Da, ach so. Guck mal. Landeplatz. Verstehe. Sehr hilfreich. Ah, machen wir richtig schön planetare Erkundung. Voll gut. Gut, das ist jetzt nicht der perfekte supergrüne Planet. Ist jetzt halt Mond, aber warum nicht? Ist das hier? Wer zu viel mit sich herumschleppt, ist schlecht vorbereitet. Hallo. Mal gucken, was sagt die... Oh. Hast du kurz Zeit? Ich will gerne mit dir reden. Ja, was hast du denn? Hast du was für mich? Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich wollte über das Artefakt sprechen, das du auf Vectera gefunden hast. Okay. Als du es aus dem Stein gezogen und das erste Mal in der Hand hattest, was war das für ein Gefühl? Ich hatte Visionen, habe Geräusche und Musik gehört. Es ist schwer zu beschreiben. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Von den Visionen weiß ich, dem Licht und der Musik. Okay. Wie hast du dich gefühlt? Im Inneren? Nervös. Was hast du gedacht? Ich habe mich gefühlt, als wäre mein Verstand und mein Körper nicht synchronisiert. Mächtig, als würde pure Energie durch meine Adern strömen. Ja, das passt. Pure Energie? Das habe ich noch nie gehört. Das wundert mich nicht. Die Artefakte sind nicht gerade das, was man normal nennt. Okay. Es gibt sicher eine vollkommen rationale Erklärung für die Artefakte. Falls dem so ist, verstecken die Artefakte sie wirklich extrem gut. Ja. Die Artefakte sind so anders, so fremdartig. Und ich glaube, eines davon hat mit dir gesprochen. Es ist ein Mysterium. Könnte sein. Frachtflieger, stimmt, das ist ja unser Beruf, ne? Ich habe so etwas noch nie erlebt und ich habe die kompletten besiedelten Systeme durchquert.
Ja, es hat sich definitiv angefühlt, als würde es versuchen, mit mir zu kommunizieren. Stimmt. Leider weiß ich nicht, wie wir antworten können. Und glaub mir, ich versuche seit Jahren, Daten zu dem verdammten Zeug zu sammeln. Okay. Was für Daten hast du gesammelt? Sehr wenige, leider. Ich habe nur ein paar Augenzeugenberichte, unzählige ergebnislose metallurgische Tests und wilde Theorien vorzuweisen. Okay. Ist das das einzige Projekt, an dem du für die Constellation arbeitest? Nein, ganz und gar nicht. Wir haben so viel zu tun, dass ich unmöglich alle Ressourcen auf ein Projekt konzentrieren kann. Aber die Artefakte haben Priorität. Ah ja, okay. Vielleicht unterstützen deine Kollegen dich nicht genug? Nein, das ist es nicht. So ein Mysterium zu ergründen, das ist der Traum eines jeden Entdeckers. Glaub mir, sie sind alle genauso begierig nach Antworten wie ich. Aha. Dann gehen wir diesem Mysterium gemeinsam auf den Grund. Ich wusste, du bist die richtige Wahl. Danke, dass du dir Zeit für ein Gespräch genommen hast und unvoreingenommen bleibst. Ja. Und ich wollte noch sagen, nun ja, ich freue mich, dass wir das gemeinsam erleben. Das war seit langem meine beste Entscheidung. Ja, das ist schön, das freut mich. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. So. Oberflächenkarte. Da lang, oder? Nee, Quatsch. Warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Zeigt das jetzt hierhin oder dahin? Check ich noch nicht. Ich geh mal weiter. Scanner machen wir auch an. Ja, wir sind richtig. Guck mal da hinten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da haben wir wieder was. Helium? Aluminium. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Ach Mensch, ich will das doch verkaufen. So, 200 Meter. So. Da haben wir wieder was. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir es auch mit. Oh. Danke. So, da vorne, guck mal. Da ist was. Ich bin gespannt. Ich bin gerade richtig im Entdeckermodus. Ist es eine Höhle? Eingestürzte Mine. Ah ja. Cool. Dann lag ich ja doch gar nicht so falsch.
Diese Höhle erinnert mich an meine allererste bei Pavones Mons auf dem Mars. Ja, kann ich da jetzt so rein oder wie oder was? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Ja, Mining Senkgrube. Ja, und tschüss. Oh. Ein Miner. Miner Slate, was ist das? Ah, ich muss es einfach loswerden. Ich habe die Hauptader gefunden. Jetzt war es all das wert. Die Nächte ohne Schlaf, die Einsamkeit, die Schufterei und die unzähligen Fehlschläge. Das alles spielt keine Rolle mehr. Ich will immer tiefer bohren. Nur noch ein paar Meter, dann bin ich reicher, als ich es je erträumt hatte. Mein ganzes Leben gipfelt in diesem Moment. Okay. Reaktives Messgerät. Bodenkroh Rucksack. Was klödert denn hier so? Gibt's hier Tiere oder? Medipack. Tiere, Aliens. Alien-Kebab. Ah ja. Guck mal, da sind auch Knochen. Boah, ist das geil. Hier liegt auch noch irgendwelches Geraffel rum. Ich mach mal Licht an. Ahornsirup Cola. Käsesalat? Das lasse ich mir gefallen. Aber Ahornsirup-Cola? Freunde, das geht gar nicht. Was für eine abgefahrene Höhle. Oh. Hallo. Okay. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh. Muni. Credits. Okay. Kosmetikum. Ich gehe hier doch mal ein bisschen weiter. Thermos. Oberflächenkarte. Gibt's hier nicht, ne? In der Höhle. Schade. Schade. Okay, wir müssen irgendwie versuchen, hier wieder rauszukommen. Ich glaube, wir haben schon... Oder? Haben wir schon alles gesehen? Bin mir gerade nicht sicher. Bin ich wieder runtergefallen. Kacke. Ah, da geht's aber wieder hoch. Guck mal. Oh. Ich denke, wir hauen wieder ab. Denn wir haben ja noch einen Ort, den wir erkunden können. Oh.
So. Okay. Da müssen wir hin. Ah, Mist. Okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Gut, dann hier lang. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. So. Oh. So, schnell raus hier. Tada, da sind wir wieder. So, jetzt will ich mal eben auf der Karte gucken, ob wir das Ding jetzt, ja, haben wir erkundet. Klasse. So, jetzt haben wir da noch einen Ort. Den nehmen wir auch noch mit und dann hauen wir ab. Achtung! Ja, jetzt hängen wir in der Grube fest. Ah. Mal gucken. Ah ja, okay. Da hinten. Ja, da hinten. Unbekannt. 148 Meter. Verlassene Relaisstation. Piraten? Nee, oder? Ah! Cool. Ja, dann. Entschuldigung, guten Tag. Cool. Hi, du solltest vielleicht gehen. Ja, ich wollte ja auch nur gucken, ob es euch gut geht. Ich soll auf meinen Blutdruck achten, als ob das bei diesem Job so leicht wäre. Diese Treffpunkte werden immer abgelegener. Ja. Okay. Okay, sie greifen uns aber auf jeden Fall nicht an. Ja, Entschuldigung, ich gehe ja schon. Hallo. Hallo. Ich würde das lieber in Neon machen. Schmugglerkapitän. Hatte dich noch nicht erwartet. Wie noch nicht? Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Verstehe. In dem Fall bitte ich dich, mein Schiff zu verlassen. Ich habe zu tun. Ich soll auf meinen Blutdruck. Du bist früh dran, aber die Zeit läuft. Nimmst du das Paket oder nicht? Hm.
Wohin soll das Paket dann geliefert werden? Was? Haben Sie dir das nicht gesagt? Ich habe nämlich keinen Schimmer. Ich auch nicht. Ich weiß nur eins. Wenn du es nicht lieferst, setzen sie jemanden auf dich an. Oh. Verstanden. Dann komme ich später wieder. Gerne. Wie gesagt, du bist früh dran. Ja, das stimmt. Ja. Hm. Deutsche Pünktlichkeit, ne? Okay, ich habe das Paket jetzt absichtlich nicht angenommen, weil ich weiß, dass man ja gescannt wird, wenn man irgendwelche Planeten besucht. Deswegen lassen wir das lieber. Zumindest bis ich ein passendes Perk habe. Ja, es gibt ja diese Schmuggler-Perks, glaube ich, ne, wo man dann quasi sowas mitnehmen kann. Da muss ich mich aber erst noch schlau machen. Das weiß ich noch nicht. Aber wir wollten ja auch nur mal gucken, wie das hier so aussieht. Es hat was. Also erkundungstechnisch bin ich hart angefixt gerade. So, aber jetzt gehen wir zu unserem Raumschiff zurück. Kümmern uns um andere Aufgaben. Ich habe mir gedacht, wir können auf jeden Fall mal so einen Planeten oder Mond mal erkunden. Dann haben wir das auch mal gesehen. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Das werden wir öfter machen. Ja, wir haben ja auch ein paar Sachen gefunden. Materialien haben wir bekommen. Also von daher, das ist schon geil. So, ich gucke mal eben auf die Karte. Ach, hier ist auch noch was. Ach du Scheiße. Das zum Thema, ne? Hier gibt es ja wirklich mega viel zu sehen. Hier ist so eine Art Solarstation, ne? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Das nehmen wir noch mit. Was sagt denn die Karte? Müssen aber gleich da sein, ne? Nee, doch nicht. Okay. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Nur noch ein Stück laufen. So, da ist unser Raumschiff. Guckt euch das mal an. Bisschen verstaubt. Bisschen schmuddelig. Aber nicht schlecht. So, was haben wir hier vorne? Das sieht mir so ein bisschen auch wieder so nach so einer ja, Baustelle will ich nicht sagen, aber ihr wisst schon. Okay, komplett falsch. Da hinten ist schon wieder was. Okay, komm. Sonst wird die Folge mega lang. Jetzt weiß ich aber, was alle meinten, dass das Erkunden sehr viel Zeit und Spaß in Anspruch nimmt, quasi. Sehr, sehr cool gemacht. Ja. Ja. Einsteigen.
Guten Tag. Sam und Nora, ne? Cora, okay. So, wir chillen uns hin. So, alles einstellen. Und dann würde ich ganz gerne wo will ich denn hin? Huch. Status. Oh, hier, guck mal, Erkundung. Besuchte Systeme 3, gescannte Planeten 4, vollständig analysierte Planeten 1. Ja. Ich verstehe. Kurs festlegen. So, wir sind jetzt... Achso, stimmt, da konnten wir noch nicht hin, weil wir die Dings noch nicht erkundet haben. Wir müssen jetzt quasi erst hier hin, ne? Olympus, Level 10. Das wird, glaube ich, noch nichts, weil wir... Level 5 sind, ne? Warte mal, wir gucken uns mal die Missionen an. Mantis. Ich habe bei einer Spacer-Leiche eine Notiz über einen geheimen Außenposten gefunden. Könnte interessant sein. Lies die Slate über den geheimen Außenposten. Aha, was haben wir noch? Das leere Nest. Rückkehr nach Vectra. Rückkehr nach Vectra. Auf Karte anzeigen. Jo. Können wir auch noch nicht hin. Interessant. Kann ich ein bisschen rauszoomen? Extreme Umgebung, okay. Ja. Dalvik, Sternenstation. Ey, das ist der absolute Wahnsinn. Ins Unbekannte. Sprich mit Wladimir. Wo soll das sein? Alpha Centauri. Das sieht gut aus. Da reisen wir hin. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Jawohl. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Das ist aber nett. Oh! Sorry, sorry, sorry. Das Ding war näher als gedacht. Hohoho. Upsi. Warte, warte, warte. Irgendwie muss ich da doch andocken können. Oder? Ja, jetzt wissen auch alle, dass ich da bin. Wie docke ich denn da an? Unten oder wie? Ach Mann! Drücke, ja, wir müssen reparieren kurz.
Verstehe ich nicht. Ich versuch's mal von hier. Ich raff das nicht. Ich weiß nicht, wie ich da landen soll. Hä? Ganz komisch. Das sind Sachen, die mag ich gar nicht, ne? Wenn du da davor stehst und nicht weißt, was du drücken sollst, da werde ich dann ein bisschen abgeturnt. Bei den anderen, mit dem Andocken, da war immer so ein Symbol, weißt du? Da musste man dann drücken und dann lief das. Aber ist auch nicht so tragisch. Machen wir in der nächsten Folge. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gesehen. Kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Meine lieben Freunde, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber zocken und ich hoffe, ihr habt Bock auf die nächste Folge und schaltet dann wieder ein. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.